Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stacking. Es gab hier leider auch eine längere Let's Play Pause, da mir mein Spielstand beim letzten Mal aufnehmen kaputt gegangen ist. Und daher musste ich erstmal den Spielstand bis zu dieser Stelle wieder aufholen. Ich habe versucht, alles so weit wie möglich wieder so nachzustellen, wie wir es auch vorher hatten. Es kann nur leider sein, dass ich die eine oder andere Nebenaufgabe vergessen habe. Darum wundert euch darüber bitte nicht. So, wir sind jetzt immer noch auf dem goldenen Dampfschiff und müssen versuchen, an unsere Schwester heranzukommen, die ja dazu gezwungen wird, hier auf diesem Schiff zu arbeiten. Und dazu müssen wir diesen Doktor exakt jetzt erstmal die Karten durcheinander bringen. Mir sind dazu jetzt zwei Lösungen eingefallen. Hier rennt hier irgendwo ein Kind herum, das sich übergibt. Dieses könnte man benutzen. Oder man lässt sich unten in dieser Kajüte bemalen und kann damit ja selbst die Wände und so bemalen. Das heißt, diese beiden Möglichkeiten sind mir jetzt eingefallen und ich denke, ich entscheide mich wohl für den Kleinen hier. Für Hans Allendorf. Huch, das Schiff schwankt ganz schön, wenn man in dem Kleinen drin ist. Kein Wunder, dass er sich übergibt. So. Entschuldigung, aber ich muss mich jetzt leider mal auf die Karten übergeben. Es geht um meine Schwester. Bringe die Karten durcheinander. Ja, das haben wir geschafft. Die nächste Aufgabe. Gehe zum Kapitän. Die Abenteurer sind alle auf dem Oberdeck versammelt. Finde einen Weg dorthin und hilf ihnen, zum Kapitän zu gelangen. Alles klar. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zum Oberdeck? Hier entlang nicht. Ich glaube, ich sehe da schon was. Yep. Durch das Loch hindurch. Okay, benutze die Abenteurer, um an den Wächtern vorbeizukommen. So, wo ist der nächste Kleine da? Dr. Exakt. Professor Ramses. Der Jäger Derby oder Darby. Und Madame Habitant. So. Das kann nur eingeben. Einschüchtern. Na gut, was kannst du denn? Okay, das funktioniert auch nicht. Gut, nehmen wir dich. Okay, diesen Wächter haben wir besiegt. Indem wir ihn gemessen haben. Man muss sich für seine Größe nicht schämen. Aber immerhin sind wir so durch das Tor gekommen. So, ich schätze mal, dann ist jetzt der zweitgrößte an der Reihe. Diesen Wächter haben wir mumifiziert. Und er hat offenbar Klaustrophobie. Was aber eigentlich nicht so richtig Sinn ergibt, weil... Na gut, gut. Es ergibt schon irgendwo Sinn. Wobei eine Mumifizierung nicht unbedingt ein Raum ist.
Aber ich denke, das haut trotzdem hin. Wenn man eng eingeschnürt wird. So. Jetzt bist du dran, Derby. Darby. Okay. Naja, ich dachte gerade schon, wir haben den jetzt erschossen und jetzt liegt er da in zwei Hälften, aber es ist hier eine Matroschka. Der macht das ja nicht so viel aus, in zwei Hälften geteilt zu werden. So, jetzt fehlt nur noch die letzte Dame. Wir müssen Zahnbürsten benutzen, um das Rohr zu putzen. Oh, ihr Armen. Oh, wie süß. Guck mal, das sind die Kinder drin. Da wird auch unsere Schwester dabei sein. Ich vermisse meine Familie. Hier drin kann man kaum atmen. Oh, du blödes Arschloch. Lass die Kinder frei. So. Ich höre nicht zu. Mhm. Ins Dock zurück. Aber Madame Habitant, der Baron, wenn ich diese Kreuzfahrt beende, wer weiß, was er dann mit mir macht. Beende sofort die Kreuzfahrt! Wieder auf dem Schiff. Agatha, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Charlie, mir geht's gut, aber unsere Schwester Abigail ist auf dem Zeppelin des Barons. Ich werde einen Weg auf diesen Zeppelin finden, um Abby zu retten. Wenn du nach Hause kommst, sag Mama Bescheid. Der Text könnte ein bisschen länger da bleiben. Kreuzfahrt beendet. Du hast die Kreuzfahrt beendet, sowie deine Schwester und die Kinder befreit. Bleibe hier und schau dich nach Extras um oder kehre zum Bahnhof zurück, um deine Schwester Abigail zu suchen. Das Schiff bleibt jetzt im Dock und du kannst jederzeit wiederkommen. Möchte ich mich jetzt noch ein wenig umsehen oder möchte ich direkt weiter zum Bahnhof? Hey, fahr nicht durch mich durch. Bonus-Herausforderungen. Bonus-Herausforderungen sind optionale Herausforderungen, die du angehen kannst, um weitere Belohnungen zu bekommen. Drücke Abby, um jetzt eine zu finden. Hatten wir das nicht schon? Ich glaube, das hatten wir sogar schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch hier bleiben möchte oder ob ich jetzt schon weitergehen soll. Der Club ist jetzt geöffnet. Besorge den Jungs einen Auftritt. Was für Jungs? Hallo, Pirat. Mein Papagei ist hungrig. Okay. Wenn der Vogel gefüttert wird, bin ich vielleicht in Feierlaune. Ich glaube nicht, dass ich hier etwas für einen Vogel zu fressen habe. Wer bist du? Du bist so süß und klein, ja. Danke. Dieser Typ will uns nicht reinlassen, weil wir nicht schick genug angezogen sind. Wir wollen in diesen Club, um den Bandjob zu bekommen. Ah, dann soll ich für euch einen Auftritt engagieren. Gut. Ich schätze mal, das bekomme ich relativ leicht hin. Dann mache ich das noch schnell. Wir müssen ja eigentlich nur jemanden finden, der relativ schick angezogen ist. Und in den können wir dann hineinschlüpfen. Billy Webb und Bobby Webb. Okay. Kann ich in dich schon reinschlüpfen oder bist du noch zu groß? Sehr gut. So, wir dürfen rein. Das ist aber auch kein großer Club. Was sagt denn der Barkeeper da hinten?
Ahoi, wegen der Musik hier? Wir arbeiten noch immer daran, eine Band anzuheuern. Eventuell haben wir einen Draht zu einer Band mit Kanne und Waschbrett. Ja, die sind wir. Wir sind hier. Besorge den Jungs einen Auftritt. Schöne Fassade. Ja, das hat sich doch relativ leicht ergeben. Was ist denn mit dir los? Ist dir auch schlecht? Nein, du pupst noch. Ach, ihr findet das eklig und darum fallt ihr um. Alles klar. So, und jetzt gehen wir zurück zum Bahnhof. Ich denke, ich habe jetzt erstmal genug vom Schiff gezeigt. Dann können wir jetzt zum Bahnhof zurückkehren. Ich leg's dir hier in diesem Let's Play auch nicht darauf an, 100% zu schaffen. Ich denke, das könnte man sowieso erstmal nicht. Da müsste man das Spiel schon mehrmals durchspielen. Und ja. Ich möchte eigentlich nur das Spielprinzip und die Story ein bisschen zeigen. Und daher gehen wir jetzt weiter. Dampfschiff angelegt. Große Abenteuer beginnen Meuterei. So, wir haben es geschafft, dass das Schiff angelegt hat. Jetzt... der Baron. Okay, das war der Baron. Das sieht wirklich nicht gerade nett aus. Was natürlich für seine Taten auch nochmal unterstreicht. Charlie, ich kann es kaum erwarten, von deinem Dampfschiff-Abenteuer zu hören. Levi. Levi, du wirst nicht glauben, was auf dem Dampfschiff passiert ist. Und wie sich herausstellt, ist meine große Schwester Abigail auf einen Zeppelin gefangen. Charlie, der Zug zum Zeppelin fährt nicht ab, bevor ein bestimmter VIP aufgetaucht ist und der steht in der Warteschlange am Fahrkartenschalter. Dann ist es Zeit, ein weiteres Problem der Erwachsenen zu lösen. Charlie, nimm diese Abkürzung, die ich gefunden habe. Das Dampfschiff klingt fantastisch. Ich hoffe, mein Bild wird ihm gerecht. Es ist ein sehr schönes Bild, Levi. Dankeschön. Und hier haben wir jetzt die ganzen besonderen Figuren, die wir gefunden haben. Da fehlen noch einige. Nun ja. Ich denke, die könnt ihr dann, wenn ihr das Spiel auch selbst spielt, selbst finden. Dann habt ihr auch noch einige Überraschungen vor euch. Und das hier war der Bahnhof. Ja, der Bahnhof. Das Schiff. Dann fehlen hier noch einige Bilder, würde ich sagen. Unsere große Schwester Abigail ist auf einem Zeppelin. Gut, wo ist die Abkürzung? Hier entlang nehme ich an. Das ist aber keine Abkürzung. Egal. Wir müssen zum Schalter und diesen VIP finden.
Ah, und das ist der Zug zum Zeppelin. Komme ich hier nicht durch? Hallo? Doch. Und ihr wartet alle auf den Zug? Hat sich noch keiner beschwert? Meine Güte, muss man alles alleine machen. Als Kind hat man aber auch nie Ruhe, ne Charlie? Neue Kapriolen freigeschaltet. Da du nun ein erfahrener Reisender bist, wurden im Bahnhof neue Kapriolen freigeschaltet. Du kannst sie entdecken, indem du einfach spielst oder links drückst und dann LB drückst, um zum Kapriolen-Tab zu wechseln und eine vollständige Liste zu sehen. Alles klar, das machen wir jetzt aber nicht. Wir wollen den VIP finden. Oh, das sind die Leute vom Dampfschiff. Die haben hier noch ihre Tiermasken auf dem Gesicht. Ein Löwe. Oh. So. Wo ist denn jetzt dieser VIP? Bist du das? Diese Warteschlangen sind schrecklich. Dann bist du wohl der VIP sein. Das wäre alles vorbei, wenn diese Narren sich selbst ordnen würden. Bis die Warteschlangen geordnet sind, wären keine Fahrkarten. Du musst mir eine VIP-Fahrkarte geben. Okay, dann ist der VIP. Das heißt, wir müssen die Schlangen ordnen. Oh je. Ich denke, an diese Aufgabe machen wir uns aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.